und willkommen zurück zu diesem neuen Keydrop Opening. Es ist momentan das Keydrop Space Event, sprich, wenn ihr Kisten öffnet und Geld aufladet, bekommt ihr diese Raketen, die ihr gegen Skins eintauschen könnt. Wie das funktioniert, zeige ich euch später. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben $200 in the balance, 5000 Raketen und 4500 Gold. Gehen wir zuerst in den Goldbereich. Gold kriegt ihr auch kostenlos fürs Aufladen. Wir haben 4200, machen wir die 4400, machen wir die dreimal auf, sollte passen. Dreimal passt, sehr gut, öffnen, let's go. Ich erwarte hier nicht viel. Jetzt haben wir knapp über $200, wir gehen rein. Wir gehen rein erstmal in diese Promokisten hier, in die neuen vom Space Event, um noch ein paar Raketen abzusnacken. Wir gehen rein in die Commit Case, da machen wir auch einfach Quick Opening, oder? Machen wir Quick Opening? Ja, Quick Opening bei 1,50 €, let's go. Oh, ah ne, die hat 1,50 € gekostet. Gut, war minimal Minus, aber wir lassen uns nicht beirren. Wir gehen rein in die $2,50 Case. Fast Mode immer noch an für die kleinen Kisten hier. Ja, wird besser. Aber jetzt gehen wir rein in die $5 Case und hier machen wir dann auch mal den Modus Fast aus. Let's go, $5, let's go. Gönnen was Gutes. Wenigstens 700. Ja, die 750 Raketen kriegen wir. Ja, die kriegen wir. Okay, aber der Skin ist Profit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nehmen wir mit. Wir gehen rein in die $12,50 in die Orbit Case. Und das Design finde ich schon ziemlich sick, muss ich sagen. $12,50. Wenn ihr hier selbst spielen wollt, denkt dran, Promocode Achim gibt ihr immer netten Bonus. Link ist auch unten in der Videobeschreibung drin. Gib mir wenigstens die mit den 150. Ja, nehmen wir auch nochmal mit. 14, auch wieder Profit. Sehr, sehr schön. Wir gehen rein in die $24 Case. Und hier bitte jetzt was Geiles. Oh, das Skeleton Knife wurde schon lange nicht gezogen. Das Karambit und das Butterfly. Ja, würde ich alle nehmen, ne? $24. Gönnen wir was Gutes, bitte. Ist ja schon was her, dass wir auf der Seite waren. Jetzt komm schon. Oh, die Prince Beam wäre geil gewesen, aber er gibt mir die Baskel, die... Ach du Scheiße, die war ja absolut schlecht. Aber wir haben hier unten noch ein paar Kisten und zwar auch eine 25% Knife Case. Und will ich die öffnen? Ich will die 25% Knife Case öffnen. Werde ich hier kein Knife ziehen? Nein, ich werde hier keinen Knife ziehen. 70% auf 11 Cent, jetzt komm, bitte. 25%, ein Viertel Chance. Und es wird 11 Cent. Ach komm, ey... Scheiß drauf, ich mach die nochmal auf. Ich bin dumm, warum habe ich die nochmal geöffnet? Warum? Weil jetzt das Messer kommt. Deswegen habe ich die geöffnet. Jawoll. So will ich das sehen. Hat sich gelohnt. Wir haben jetzt, ja gut, wir haben jetzt aus zweimal Öffnen und leicht Profit gemacht. Dann gehen wir noch rein in die Split Case für den 10er. Let's go. Ey, jawoll. So muss man das. Einfach zweimal öffnen und dann kriegt man das Knife. Dann kriegt man das Knife. Safe. Safe Call. 488, wir gehen mal rein in die Battles. Gibt es hier irgendein paar coole Battles, die gerade am Start sind? Ja, komm hier, $3 Battle. Wollte ich gerade reingehen, war ich zu spät. Gut, 1,50 €, 30 Cent. $33 Battle. Ja, komm, wir gehen rein. $33 Battle. Let's go, komm, gönn. Nice Shot und Star, bitte. Ich weiß nicht, welche von den beiden die teuerste Case ist. Nein. Ach du Scheiße. Ah, die Star ist die teure. Komm schon, gönn. Ich bin ziemlich weit hinten. Nein! Aua! Gut, das war nicht so nice. Ja, komm, die 2,60 € nehmen wir mit. Die 2,60 € hier, let's go. $2,60 €, sorry. Ja. Wir können es noch holen. Ja. Wir sind ziemlich weit hinten. Und wir sind vor... Wie Gleichstand? Scheiße. Letzte Case entscheidet. Wer das bessere Item zieht. Und er zieht das bessere Item. Er hat aber auch noch nicht mal Profit gekriegt, ne? Nicht mal Profit hat er rausgekriegt. Ja, 45 Cent Battle. Komm, ich create mal ein Battle. Kisten adden. Machen wir die Case, die Case, die Case und die Case. $10, let's go. Public, Private, Create... Battle. Und jetzt warten wir mal, was hier einer reinkommt. $10,50. Ich nehme auch hier wieder zu unmenschlichen Zeiten auf. Es ist momentan 1 Uhr nachts. Das kann ein bisschen dauern, bis hier einer reinkommt. Eventuell, ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn hier einer reinkommt. Aktiv 3, 475 online. Okay, okay. Während das hier noch... Ah doch, ich wollte gerade rausgehen. Ich wollte nämlich gerade nochmal ein paar Kisten öffnen, solange es läuft. Okay, $10,50. Komm schon, gönn. Oh ja. Oh ja. Oh ja, ich glaube, das haben wir, oder? Die Hero ist die für 5er, ne? Also, er kann mich noch racken, ne? Wenn er Glück hat. Aber nein,
$20, let's go, der Hase. So will ich das sehen. Let's go. Da haben wir auch hier wieder schön rausgekriegt, 40 Cent. Was will ich schon mit so kleinen Battles? Wir gehen nochmal rein hier in die $12.50 Case. Die machen wir einfach nochmal zweimal auf. Boah, gib mir die Blaze, gib mir die Blaze. Ah, fuck, oder eins danach. Ah. Oh, der öffnet die direkt danach, okay. Ah, auch nicht so nice, auch nicht so nice. Ich kann momentan nicht einschätzen, wo wir gerade so liegen, ob wir im Profit sind oder nicht. Wir gehen nochmal rein in Case Battles. Ich create nochmal ein Battle. Machen wir die rein. Machen wir die zweimal rein. $12.50. Confirm, create Battle. $12.50, hoffentlich kommt da noch einer rein. Let's go, lass uns das gewinnen. Bitte, ja, da direkt einer reingejoint, sehr schön. Komm schon. Jetzt haben wir die $5 Case, die teure. Ah, ja, gut. Komm schon. Nicht gut. Obwohl, doch, gut. Aber er hat 2000 Raketen gekriegt, der Sack. Oh, die ist schick. Und wir haben's. $22, let's go. Let's fucking go. Noch ein Battle machen wir. Warte mal, was nehmen wir für Kisten? Wir haben $11, ne? Komm, machen wir zweimal die hier. Zack, zarab, confirm battle. Create Dead Drop Battle. Let's go! $10. Boah, der hat aber 2000. Die 2000 Raketen hätten auch geschmeckt, ne, wenn ich die auch noch gekriegt hätte. Schade, dass man beim Battle, wenn jemand diese Sachen aus diesen Promo-Events kriegt, dass man die nicht auch kriegt, der Gewinner. Das wäre noch geiler, aber hey. $10 Battle. Hoffentlich joint da noch einer rein oder will keiner mehr gegen mich verlieren, hä? Oh, jetzt reiße ich mein Maul so auf und dann verlieren wir jetzt das Battle, ne? Das wäre es ja noch. Ah, da kommt einer rein. Komm schon. Boah, die sieht sick aus. $7, let's go! Let's go! Und wir haben's. Wir haben's! Und wieder $27, let's fucking go! Jetzt haben wir nur 1,28 €, die behalten wir uns mal. Wir gucken mal rein ins Inventar, wo sind wir gelandet? $192, also nicht ganz im Profit Morofit, aber wir haben ja noch die Base-Raketen hier. Dementsprechend Space-Event, gehen wir rein. Wir können hier natürlich einmal die Scratch-Karten wieder öffnen. Wir haben hier Ranking, sprich, wenn ihr am Ende des Events auf einer dieser Plätze seid mit der Anzahl der Raketen, wenn ihr die nicht ausgibt, kriegt ihr dann den Skin auf dem ersten Platz, zum Beispiel Butterfly, Tiger Tooth und so weiter und so fort. Aber ich gehe mal rein in Space Factory und baller hier immer alles rein. 13.600 haben wir, oder? 13.600. Gönn mir einen Skin, der $15. $15. $8. Gut, gut. Jetzt sind wir zwar im Profit, aber wir machen uns das Profit jetzt kaputt. Wir gehen in den Upgrader rein. Leute, wir gehen rein. Wir gehen einfach rein. In den Upgrader. Wir machen erstmal hier ganz gediegene. Boah, der sieht schon sick aus. Den will ich eigentlich behalten, ne? Gucken wir mal. Egal, $4 Upgrade. Wir gehen auf mal 5. Boah, was nehmen wir hier? Was nehmen wir hier? Eine FN hiervon. Und können hier noch auf 22% erhöhen. Let's go. Komm schon. Bei Under hätten wir es gehabt. Bei Under hätten wir es gehabt. Mal 2. FN hier. Let's fucking go. Bei Under hätten wir es wieder gehabt. Mist. Ey, jetzt. Die hier will ich eigentlich behalten. $13. Komm schon. Das muss er jetzt mal hitten. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das passt. Sehr schön. Haben wir. Rausmachen. Nochmal $14. Let's go. Geben wir auf eine FN hiervon. Let's go. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Mann. Okay, ein Upgrade machen wir noch. Das alles entscheidende Upgrade. Ey, bin ich so dumm und mach das? Ja, bin ich. Das alles entscheidende Upgrade. Dann machen wir die noch rein. 54%. Komm schon. Geh. Boah, wir hätten richtig low gehen können. Wir hätten auf 10% gehen können. Ah. Wo sind wir jetzt? Zack, 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 zack. Boah, wir sind im Profit. Wir sind im Profit, more of it. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich will noch die beiden hier dann loswerden. Auf die in FN. Let's go. Fuck. Du Huh. Dann machen wir den hier noch. Letztes Upgrade. Mit dem Rest gehen wir nach Hause. Jawohl, haben wir. Ich sagte letztes Upgrade, ne? Aber ich bin gewillt, hier noch mehr zu reißen. Ne? Aber wir sollten eigentlich nach Hause gehen. Ne? Aber wir gehen in den Skin Exchanger noch rein. Wir öffnen mal Steam, weil das habe ich nicht offen. Und dann exchangen wir hier mal. Boah, die beiden können wir, aber die will ich eigentlich behalten. Ne? Zack, zack. Was können wir denn hier exchangen? Oh ja, hier können wir gut exchangen.
Obwohl, die kostet 27, ne? 119. Die Printstream in FN könnten wir uns hier raussneaken. Dann müsste ich die beiden aber mit reinpacken, ne? Ja, da haben wir hier 129. Die Shadow Deckers? Nee. Ich will die eigentlich behalten. Wir tauschen das gegen eine FN hiervon. Let's go. Exchange pending. So, der Skin wird zugeschickt. Ja, geh weg. Und wir haben... Achso, das Geld kriegen wir gleich erst, wenn das wieder gut geschrieben ist. Aber wir gehen dann hier rein. Wir machen Collect, Collect, Collect. Dann kriegen wir die Skins nämlich jetzt zugeschickt. Und dann gleich noch das Balance wieder gut geschrieben. Da können wir noch ein paar Kisten öffnen. Vielleicht kriegen wir da nochmal Luck. Let's fucking go. Da ist die AWP. Nehmen wir mit. Zack, zack. Haben wir. Ah, sogar zwei schöne Sticker mit drauf. Sehr schön. Jetzt warten wir noch auf die anderen beiden Skins. Und wir müssten jetzt gleich auch das Guthaben hier wiederbekommen. Gucken wir mal nach. Da haben wir noch mehr Skins. Sehr schön. Noch eine. Und das ist die, die ich echt nice finde, diese Farmers. Obwohl die gar nicht so teuer ist. Aber ich finde den Skin, der sieht schon echt gut aus, ne? Muss man mal sagen. Aus der Operation Springflut. Sehr schöne Skins hat die Operation. Und wir haben wieder 9 Dollar. Wir gehen rein. Nochmal ins Space Event. 9 Dollar. Machen wir die hier einmal auf. Let's go. Gönnen was Gutes. Das ist nicht gut. Oder die für 8 Dollar. Dann ist es gut. Es ist die für 2 Dollar. Egal. Machen wir nochmal auf. Believe. Boah, die daneben wäre sick gewesen. Snack Attack. Ja, komm, machen wir nochmal auf. Oh, gib mir die. Oh, auch ganz nice. Ah, 5 Dollar, auch nicht so nice. Nochmal öffnen. Wir gucken mal kurz hier, zack, noch eine Trade-Offer. Oh ja, die Deagle, nehmen wir an. Ich will den Skin sehen. Bitte ein guter, bitte ein guter, bitte ein guter, bitte ein guter. Ah, 6 Dollar, egal, wir machen nochmal auf. Wir sind schon bei 10 Dollar. Wir gambeln uns gerade hoch und jetzt kommt der absolute Reinfall. 3 Dollar oder so. Ah. 5 Dollar. Okay, wir öffnen direkt zweimal. Jetzt 10 Dollar, let's go. Dann sehen wir auch mal die Animation, wie es aussieht, wenn man mehrere auf einmal öffnet. Autsch. Wir kommen leider nicht mehr ganz auf 5 Dollar, egal. Wir gehen rein in die 2,50 Dollar Case und öffnen die einfach. Machen wir Quick Open. Zap, zap, ab, let's go. Let's go. 61 Cent, ey. Okay, nochmal öffnen. 3,20 Dollar, wichtig und richtig. Machen wir nochmal. Oh, ja, auch wieder gut, auch wieder gut. Wir gambeln uns gleich, gleich haben wir wieder 5 Euro, komm schon. Ja. Uns fehlt nicht mehr viel. Ja, jetzt... Sind wir wieder down? Schade, nochmal. Okay, jetzt sind wir down. Jetzt sind wir down. Jetzt sind wir down. Haben wir noch 58 Cent, die lassen wir einfach drauf. Haben wir noch irgendwas im Inventar? Nein, haben wir nicht. Die ist aber noch pending. Haben wir die Trade-Offer auch dafür? Dafür haben wir auch die Trade-Offer. Sehr schön, wir haben jetzt hier alle Skins rausgezogen. Okay, let's go. Alles rausgezogen. So, damit bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Denkt dran, wenn ihr hier selbst spielen wollt, momentan das Space Event hier oben bei Promocode. Einfach Achim angehen, kriegt den netten Bonus. Links unten in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao, ciao.